So, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, ich habe das Paket schon mal aufgemacht und da liegt ein Zettel oben drauf. So, viel Spaß mit dem brandneuen Testhobels aus dem Getränkeflip. Ah, sehr gut, der Getränkeflip. Da habe ich ja schon mal online gestöbert, die haben echt sehr coole Sachen. So, dann bin ich doch sehr gespannt, was dieser wunderschöne 12er Fächerkarton zu bieten hat. Und los geht's, wir fangen gleich an mit dem ersten Fächer. Und da kommt, aha, ein Oettinger Hefeweißbier heraus. 0,5 Liter Flasche, schwupp, mit 4,9% Volumen Alkohol, ein Hefeweißbier. Sehr schön, naturtrüb von Oettinger. Genau das Richtige für die warme Jahreszeit. So, mal gucken, ob wir das hier so hingestellt kriegen. So, weiter geht's. Nächster Fächer. Aha, was ist denn das? Oho, Sternburg Obst. Doppelkaramell, aber alkoholfrei. Mhm. Ein Doppelkaramell alkoholfrei. Wie das wohl schmeckt? Oh. Sehr schön, sehr schön. Weiter geht's mit dem nächsten Hobel und dem nächsten Fächer. Oho. Ein wunderschönes Sternquell Bürgerbräu. Ein Vollbier. Man sieht es. Ein einfacher Arbeiter, der sich schön zu Feierabend den Humpen in den Kopf zwängt. Jawohl, so soll es sein. Das sieht gut aus. 0,5 Liter Flasche, natürlich. Mit 5,4% Volumen Alkohol. Auch ein neuer Testhobel. Sehr schön, sehr schön. So, weiter geht's. Der nächste Fächer. Aha! Das ist ja eine lustige 0,3 Flasche. Küstenradler Naturtrüb von, was, wie spricht man das aus? Dinkflebernär oder so? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kann kein Ausländisch. Ja, auf jeden Fall auch ein neuer Testhobel. Küstenradler, sehr schön. Auch sehr, sehr gut hier für die warme Jahreszeit jetzt. Wir haben hier aktuell 16 Grad und Sonnenschein. Das passt also sehr gut. So, weiter geht's. Ja, den müssen wir auch mal rausholen. Oh, noch ein Radler. Mhm, noch ein kleines 03 Radler. Und zwar ein Apfelradler. Von immer ein Genuss steht da drauf. 2,5% Volumen Alkohol. Ah, Landskrone Braumanufaktur. Ja, die Landskrone, genau. Da haben wir auch schon mal was testen dürfen. Ja, sehr schön. Ein Apfelradler. So, Radler zu Radler, ne? So, und weiter geht's hier. Aha, hier kommt, glaube ich, eine Dose. Ah, das Carlsberg Elephant. Extra strong, 10,5% Volumen Spaß erwarten uns dabei. Ja, das ist die Kanone, die angekündigte. Ein Starkbier von Carlsberg. Sehr schön. Mal gucken, ob hier noch was drin ist. Jawohl, da ist noch was. Aha, noch eine Dose, so wie es ausschaut. Ah? Chilma, die Hanf-Cola. Jawohl. Mhm. Ich glaube, die hatten wir schon mal, ne? Die habe ich aber nicht getestet. Die hat Frau getrunken. Ach, aus Hövelhof kommt das. Das ist gleich hier um die Ecke. Da kommt ein Kollege her. Ja, ja, in Hövelhof machen die viel mit sowas. Aha, da werden immer wieder Plantagen hochgenommen. So, mal gucken, was hier noch so drin ist. Jetzt sind wir schon bei der Halbzeit. Und es geht weiter mit dem fröhlichen nächsten Hobel. Oh, das sieht aber schön aus. Mhm, Engel, Premiumpilz. Aha. Hohenloher Franken. Aha, aha. Biermanufaktur seit irgendwas. 0,5 Liter Flasche mit 4,9% Volumen Alkohol. Biermanufaktur Engel aus Kreilsheim. So heißt das. Kreilsheim oder so. Ja, schöne Flasche, schlicht. Da bin ich auch sehr gespannt auf den Test. Viele neue Hobel hier dabei. Ganz viele neue Hobel. So, weiter geht's. Was kommt denn jetzt? Aha. Wow.
Ein Erdbeerweizen. Oh. Warum muss man denn Erdbeeren in Weizen machen? Nein, das muss nicht sein. 4,7% Volumen Alkohol bei der 0,33 Liter Flasche. Jo, kenne ich so auch nicht. Ist ein neuer Testtobel. Erdbeerweizen. Ich esse gerne Erdbeeren. Ich trinke auch gerne Weizen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich davon ein großer Fan werde. Oh, da kommt noch ein Engel. Nochmal Engel Alois Merzen. Jawoll. Und da sieht man auch den wunderschönen Engel, wie er natürlich sich den Humpen in den Kopf knallt. Sehr gut, weitermachen. So, jetzt sind wir hier schon bei den letzten drei Fächern angekommen. Und? Oho, 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 oho. Da kommt ein Langbräu-Lager. Brewers Gold. Mhm. Aus Schönbrunn im Fichtelgebirge. Fichtelgebirge? Kam da nicht auch der Fichtelstoff her? Könnte sein, ne? Der Fichtelstoff war ja richtig geil. Habe ich echt selten erlebt. Sowas Aromatisches. 0,5 Liter Flasche haben wir jetzt hier. Ist gebraut mit Hefe unter anderem. Ansonsten klassische Zutaten. Untergäriges Bier mit 4,5% Volumen Alkohol. So. Weiter geht's, der vorletzte Fächer leider schon. Aha, da kommt noch ein Engelchen. Noch ein Engelchen, und zwar der Bock. So, da sieht man ihn, den Bock. Natürlich haut er sich auch einen Humpen rein. Und man sieht, das ist hochprozentig, denn der Bock sieht echt schon fertig aus. So wie ich gestern Abend. 0,5 Liter Flasche mit 7,2% Volumen Alkohol. Sehr, sehr schön. Coole Sache das. So, dann sind wir beim letzten Fächer. Und da kommt nochmal eine Dose. Oder eine 03 Bügelflasche. Oh ja, eine 03 Nicht-Bügelflasche. Aha. Der Löschzwerg. Würzig und hell, helles Bier. 0,3 Liter Flasche. Mit fantastischen 5,2% Volumen Alkohol. Jo. Auch ein neuer Testtobel, der ist mir sympathisch. Aber der will doch wohl nicht mit Wasser löschen hier, ne? Nein, nein, hoffentlich mit Bier. Sehr, sehr schön. So, ich guck mal eben, hier ist nämlich noch was drin. Oh, das ist aber irgendwie schwer. Ah, noch ein Löschzwergli. Aha, ein Löschzwerg Cola Weizen. Aha, Cola Weizen vom Löschzwerg nochmal in der 0,33 Liter Flasche. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Weizenbier. Ganz klassisch. Und dann koffeinhaltige Limonade mit Fructose-Sirup und so weiter. Okay, das ist klar, wegen der Cola. Jo, sehr schön. Kommt aus Gessertshausen. 86459, Postleitzahl. Das hört sich bayerisch an. Macht gar nichts. Das werden wir testen. So, das ist alles hier reichlich voll geworden auf dem Tisch. Deswegen gibt es jetzt nochmal eine schöne Übersicht. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir also das wunderbare Erdbeerweizen, den Küstenradler, das Apfelradler, dann haben wir das wunderbare Oettinger Hefeweizen, gefolgt vom Sternburger Doppelkaramell, alkoholfrei, das Sternquell Bürgerbier, die Chilmer Hanf-Cola, dann Carlsberg, das Elephant-Bier mit 10,5%, ein Starkbier. Dann haben wir das wunderschöne Lager aus der Langbrauerei. Und jetzt kommen die drei Engel für Charlie. Das wunderbare Premiumpilz, Märzen und Bockbier. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier noch die beiden Löschzwerge. Einmal würzig hell und einmal Cola Weizen. So sieht das Ganze aus. Sehr, sehr schön. Der Tisch ist voll mit neuen Testhobeln. So geht das Ganze vielleicht auch nochmal in eine bessere Perspektive. Sehr, sehr schön. Ich freue mich auf die einzelnen Testhobel und sage vielen Dank dafür.